Moinsen, herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy mit dem MO615. Das ist meine Wenigkeit. Wir spielen dieses fantastische Spiel weiter. Wir sind schon bei einer Aufgabe, einer interessant wichtigen Aufgabe und einer, ja, grundsätzlich schönen wahrscheinlich Aufgabe. Wer weiß, ob sie schön ist oder nicht. Wir haben einige Sachen entdeckt und einige Sachen gemacht. Gucken wir mal, was denn jetzt passiert. Wir haben aktuell ein Tor aufgemacht und ja, ich bin gespannt, was hier hinter ist. Nämlich, er musste mit Parsel hier durch. Es gibt keinen eindeutigen Weg. Lumos. In einem Labyrinth. Salazar Slytherin wollte bestimmt, dass es schwer lösbar ist. Die Tür, aus der wir kamen, ist zu. Und vor uns liegt mehr als ein Tor. Untersuche jedes Tor genau auf Hinweise. Kommen wir hier durch? Ja. Okay, wir können auch hier Feuer machen. Komm, trink! Die Feuerschale. Sie ging an? Nachricht 2. Salazar Slytherin hat sein Skristorium tief im Inneren von Hogwarts verborgen. Ich fürchte, auf diesen dunklen Korridoren die Orientierung zu verlieren. Ich bin seine Nachfahren und fühle mich doch wie ein Fremdkörper. Die Kohlebecken im Korridor zu entzünden hilft wenigstens ein wenig. Ich darf die Hoffnung nicht aufgeben. Herausforderung für Herausforderung werde ich hier hindurch schaffen. Dieser Tagebucheintrag spricht von Verirren und sich unwillkommen fühlen. Ach, arme Tante Noctua. Lumos! Ja. Das verlangt Konzentration. Das hat Tante Noctua auch gesagt. Vielleicht braucht es Übung. Ich glaube, das hat was mit dem Zeichen eben zu tun. Das klang nicht gut. Salazar Slytherin hat es uns nicht leicht gemacht. Okay, ich hab's verstanden. Lumos. So, weil hier ist eine Tür. Das sieht aus wie, weiß ich nicht, irgendwas. Und das untere. Das untere sehen wir. Das ist das. So. Und irgendwas, was Hörner hat. Genau. Vielleicht passen die Symbole eines anderen Tors zu der Schale. Mit den richtigen Symbolen geht es auf. Das hatte ich auch gerade vor, aber du warst schneller. Lumos. Gute Arbeit. Okay. Dann gucken wir mal hier. Hier wäre Nachricht 4, das ist falsch. Nachricht 4 ist falsch. Das heißt, hier sollen wir eigentlich noch gar nicht hin. Es gibt noch mehr Rätsel. Durchsucht jeden Gang. Seht genau nach, welcher wohin führt. Gut, also der ist falsch. Da sind wir zu weit. So, hier haben wir Schlange und Mond. Ah, okay. Es geht auch. Noch ein Tor. Slytherin trieb wohl gerne Spielchen. Muss in der Familie liegen. Du musst gerade reden, Sebastian. So, Schlange und Mond. Gucken wir mal hier. Das klang vielversprechend. Lumos, noch ein Rad gelöst. Beeindruckend. Gut gemacht. So. Wir suchen auch noch Nachricht 3. Da können wir Feuer anmachen. Komm, bring du! Und hier haben wir Nachricht 3. Ich bin an dem Rad gescheitert und es hat mich einem... Es hat meinem Gesicht geschnappt, als wäre es eine echte Schlange. Aber um meine Familien willen muss ich dennoch einen Weg finden. Wir dürfen nicht länger von Kindern verlangen, sich diesen alten Traditionen unterzuordnen. Ich bin mir sicher, dass es im Skriptorium Beweise dafür gibt, dass unsere Vermächtnis größer ist, als wir wissen. So. Ominous.
Deine Tante wollte eure Familientraditionen ändern. Ja, genau. Deshalb hatte ich sie von allen am liebsten. Lumos. Gut. So, da wir ja wissen, dass da nicht der richtige Weg ist, wird wahrscheinlich der Weg so richtig sein, den ich ja hier eigentlich hatte. Und hier war Nachricht 4. Es ist ganz außergewöhnlich. Diese Reise ist sehr schmerzhaft, aber es lohnt sich. Bald werde ich das Skriptorium finden und nie geahnte Geheimnisse über unsere Hausgründer entdecken. Salazar Slytherin hatte für uns große Pläne als das, was aus uns geworden ist. Ich bin mir sicher. Noctua erwähnt schmerzhafte Herausforderungen, aber auch Belohnungen. Schmerzhaft. Der Teil gefällt mir nicht. Ich habe nur Belohnungen gehört. Los, weiter. Okay. So, ich würde sagen, könnte Kaulquappe sein und Dreieck. So. Wo hatten wir denn? Hier haben wir. Ah, okay. Jetzt weiß ich, warum das Teil da ist. Okay. Noch eins. Nicht gerade gastfreundlich, was? Kaulquappe und Dreieck. Gute Arbeit. Wir sind dem Skriptorium einen Schritt näher. Lumos. So. Ich habe da vorne was gesehen. Sieht unheimlich aus. Dieser Ort ist beunruhigend. Aber meiner Tante zuliebe müssen wir weitermachen. Okay. Ich bin auch ehrlich gesagt schon angespannt. Weil es hieß schmerzhaft. Das Tor! Wir sind wohl eingesperrt. Mal okay. Wieder. Oh, dann ist Salazar Slytherin noch nicht fertig mit uns. Hier haben wir die Nachricht 5. Nein, es ist nicht Halloween. Ich habe alle Hoffnung verloren. Ich bin eingeschlossen. Ein Schrei und der Anblick gemerter Gesichter haben mir das Blut in den Venen gefrieren lassen. Nur ein unverzeihlicher Fluch würde es mir erlauben, daran zu kommen. Selbst wenn ich ihn wirken wollen würde, alleine diese Kombo, hätte ich kein geeignetes Opfer bei mir. Salazar Slytherin hat eine wahrhaft teuflische Prüfung erdacht. In meiner letzten Nachricht an meinen Bruder habe ich ihn hierhin eingeladen. Sucht er jetzt alleine nach mir, führt ihn das nur ebenfalls in den Tod. Trotz unserer Streitigkeiten will ich nicht, dass ihm etwas zustößt. Ich wünschte, wir wären nicht im Streit auseinandergegangen. Ominous. Ein Skelett. Und Noctuas letzter Eintrag. Sie erwähnt, dass sie hier gefangen war. Gefangen von einem unverzeihlichen Fluch. Hier ist sie gestorben. Und hier werden wir auch sterben. Ich hätte nicht auf euch hören sollen. Ominous, das mit deiner Tante tut mir sehr leid. Aber ich weiß, was zu tun ist. Das wird gar nicht einfach. Du meintest, du weißt, was zu tun ist? Gequälte Gesichter auf der Tür und in den Stein ist Crucio eingraviert. Ich vermute, die Tür öffnet sich, wenn wir den Cruciatus-Fluch wirken. Deshalb ist Noctua gestorben. Sie konnte den Fluch auf niemanden wirken. Ominous hat die meiste Erfahrung damit. Er sollte es tun. Du scheinst in Ominous Gunst zu stehen. Kannst du ihn fragen? Schwierig. Ich rede mit ihm. Auf dich scheint er ja nicht gut zu sprechen zu sein. Gut. Tu, was nur du tun kannst.
Hätten wir doch nur flüssiges Glück. Das hätte alles nicht sein müssen. Ominous. Ich dachte nicht, dass wir in so einer Zwickmühle landen würden. Salazar Slytherin schon. Er ist für viele unvorstellbare Dinge verantwortlich. Ich habe dich und Sebastian gehört. Ich werde es nicht tun. Der Cruciatus-Fluch ist pure Folter. Das weiß ich. Sebastian hat mir erzählt, was dir als Kind passiert ist. Klingt, als hättest du keine Wahl gehabt. Ich hätte wissen müssen, dass er es dir sagt. Und man hat immer eine Wahl. Ich bin so schuldig wie der Rest meiner Familie. Unverzeihliche Flüche funktionieren nur, wenn man es wirklich will. Ich wollte diesen Schmerz zufügen und das werde ich mir niemals verzeihen können. Seinetwegen habe ich keine Familie mehr. Du und Sebastian werdet eine andere Lösung finden müssen. Wenn du Crucio wirkst, wirst du es ewig bereuen. Kann jemand anders spielen? Vielleicht? Was machen wir jetzt? Ominous will den Cruciatus-Fluch nicht nochmal wirken. Lächerlich. Als wäre hier zu verenden besser, als diesen elenden Zauber zu wirken. Jetzt kommt es auf uns an. Ich kann dir Crucio beibringen oder es gegen dich wirken. Warte. Du hast nicht erwähnt, dass du auch Crucio beherrschst. Weil ich mir nicht ganz sicher bin. Ominous kennt ihn am besten, aber er lässt uns keine Wahl. Ich will nicht wie Noctur Gaunt enden. Ich glaube, ich schaffe es, wenn es sein muss. Ich glaube, mit dem, damit wir nämlich die 100% kriegen, müssen wir ja auch den Fluch können. Wir versuchen es mal. Ich will den Fluch lernen. Am besten wirke ich ihn auf dich. Na gut, wenn du das möchtest, um den Zauber zu wirken, hebe deinen Zauberstab und sage laut und deutlich Crucio. Halte so lange durch, wie du kannst. Hi! Wie gesagt, eigentlich will ich in diesem Spiel eigentlich keine dunklen Flüche auslegen, aber ich muss ja irgendwie die lernen und wir versuchen es mal. Also, wie gesagt, eigentlich will ich hier nicht der Böse sein, aber wir müssen die lernen, damit wir die 100% haben. Bereit? Bereit. Guck mal, er hat's überstanden. Alles in Ordnung? Der Schmerz. Ich hätte alles getan, damit er aufhört. Aber ich werde es überleben. Gehen wir weiter. Stehen nämlich lieber in der Tür. Geschafft. Das ist Salazar Slytherins Skriptorium. Wir sind hier. Unfassbar. Ja. Okay, hier ist bestimmt auch ganz viel Stuff, den wir brauchen. Aber das bedeutet, ja genau. Das bedeutet, theoretisch können wir den jetzt hier auswählen. Theoretisch gesehen könnten wir ihn jetzt hier benutzen. Ich glaube, ich werde den nicht benutzen, aber theoretisch gesehen. Ich glaube, ganz ehrlich, wir werden den nie benutzen. Außer irgendwann kommt irgendeine Aufgabe, wo wir den benutzen müssen. Aber ich will eigentlich nicht der Böse sein. Ach Mann. Slytherins Zauberbuch. Ominous, hier drüben ist ein Buch. Hast du was gefunden? Geht nur vor. Sag mir, was drin ist. Reveal. Ich bin nicht herum. Okay, weitere Sachen. Tun. Rahmenlose Brille. Nehmen wir die auch. Lange keine neue Brille gehabt, weißt du? Müssen wir auch eine neue Brille mal nehmen. So. So, was haben wir hier noch? Wir haben hier noch einen Brief. Oh Gott, wieder ein langer Brief. Ein sehr langer Brief.
Ihr könnt ihn einmal selber lesen, würde ich mal sagen. Denn der Immon würde wieder zu lange brauchen, um das zu lesen. Und wenn ihr jetzt sagt, es war zu schnell, kurz zurückspulen. Leute, alles wird entspannt. Alles wird entspannt. Was meinst du? Sieht aus wie eine Art Zauberbuch. Das ist unglaublich. Das Eigentum eines Gründers von Hogwarts. Was für eine Ehre. Unglaublich, dass Ominous nie von seiner Tante und ihrer Entdeckung sprach. Was wirst du mit Slytherins Zauberbuch tun? Was ich mit jedem Buch tue? Es lesen. Mit Lehrern als Eltern gewöhnt man sich das schon früh an. Aber das kann ich noch später. Erst sollten wir diesen Raum erkunden. Ja. Atemberaubend. Aber eigentlich, glaube ich, habe ich jetzt hier alles, ne? Ich will nicht gehen. Aber ich stehe in eurer Schuld. Ohne euch beide hätten wir es nie so weit geschafft. Wir hatten Glück. Wir hätten sterben können. Wir dürfen so etwas nie wieder tun. Aber praktisch gesehen hätte ich das tatsächlich auch in den letzten Teil packen können. Aber ist okay. Ich sehe einen Ausgang. Die beste Neuigkeit des Tages. Ominous, deine Tante... Sebastian, bitte. Ich habe das vorhin ernst gemeint. Wir schwören uns jetzt, dass wir schwarze Magie und alles, was damit zu tun hat, nie wieder anrühren. Verstanden. Das mit deiner Tante tut mir wirklich leid, Ominous. Ich schätze, nach allem bin ich dankbar zu wissen, was mit ihr geschah. Danke. Im Schatten des Studierzimmers. Hui. Aber auch interessant, dass wir hier... Vielleicht muss ich viel tatsächlich nach oben. Rebellion. Dass es hier tatsächlich eigentlich noch eine Flamme gibt. Aber hier waren wir. Ja, und du glitscht hier durch. Das ist schon mal klasse. Gilt das auch für dein... Jim Brattleby muss sich fast eingenässt haben, als du bei den gekreuzten Stäben ständig gewonnen hast. Ja. Eieieiei. Okay. Aber zumindest haben wir schon mal einen der Flüche jetzt gekriegt. Konflikt! Wahrscheinlich werde ich die eher nicht nutzen. Wie gesagt, ich hatte das jetzt nicht vor, die zu nutzen. Ja, weil wir eben kein dunkler Zauberer sind. Also klar, vielleicht machen das einige. Vielleicht ist das auch, wie gesagt, so der Cheat-Mode. Weißt du, wenn du irgendwie einen Gegner besiegen willst oder wie auch immer. Vielleicht ist das dann dafür sinnvoll, aber... Okay, und vielleicht ist diese Räume hier alle tatsächlich nur durch Slytherins begehbar. Was dann auch die Flamme bedeutet, dass du da nur hin kannst, wenn du eben einer bist. Es ist... Eieiei. Gut. Aber tatsächlich, also du kommst hier nicht, kommst hier normalerweise nicht hin. Okay, gut. Aber dann kicken wir mal, welche Herausforderungen wir noch so haben. Nicht Herausforderung. Welche Aufgaben? Schaffen wir noch eine? Ich glaube nicht. Aber wir können uns schon mal zu der nächsten Aufgabe begeben, würde ich mal sagen. Hutmäßig, die ist schlechter. Outfitmäßig, ist schlechter, aber zumindest haben wir die gesehen. So. Was ist denn die nächste Aufgabe? Vielleicht sollten wir die tatsächlich auch machen. Nämlich tatsächlich nicht die, sondern die hier. Und das tatsächlich dann im nächsten Teil. Ich begebe mich dann mal schon mal hin. Beziehungsweise wir begeben uns zusammen da mal hin. Und machen den tatsächlich dann in der nächsten Folge. Ja, und danach müssen wir warten. Danach müsst ihr warten. Ausgenommen natürlich, ihr macht dann eine Umfrage mit. Wie gesagt, eine Umfrage, wichtige Sache. Umfragen sind immer wichtige Sachen.
mache ja nicht Umfragen einfach nur so, sondern tatsächlich immer, damit wir auch alle zusammen ein Projekt finden, was uns allen zusammen Spaß macht und nicht irgendwie nur der Hälfte. Na? So. Okay, hier ist nicht der richtige Ort. Sondern da. Machen wir hier. Dann gehen wir von da aus los. So, gehen dann los, machen das in der nächsten Folge. Die zweite Prüfung. Und dann haben wir einen bösen Cliffhanger. Ist das ein Deal? Ich denke schon. Ich bin auch gespannt, was das hier für eine zweite Prüfung ist. Beziehungsweise wie lang die geht, weil es kann ja auch sein, dass die 40 Minuten, 50 Minuten geht. Und dann weißt du, ja, okay, Mann, ja, hat er mal wieder übertrieben. hat er es wieder nicht hingekriegt. Hat er wieder übertrieben. Leute, alles entspannt. Dann haben wir die zweite Prüfung dann, die zweite Hausprüfung dann bestanden. Und dann sind wir... Ich weiß gar nicht, ich glaube bei der Hälfte, ne? Sie ist doch 4, oder? Oder irre ich da? Sie ist doch 4, sind es. Revelio. Was? Irgendwas... Ah, guck mal, hier waren wir noch gar nicht. Ich sehe da oben eine Seite. Nein. Ja. So, hier haben wir wieder so viele Sachen. Eigentlich. Okay, hier können wir theoretisch durch. Aber praktisch gesehen möchte ich zur Aufgabe. Ich würde mich so wieder so gerne umgucken, aber die Zeit. Die böse Zeit. Sie lässt es nicht zu. Arg. So. Revelio. Nee. Ich würde sagen, ist da ein Schlüssel? Nee, da ist gar kein Schlüssel. Wir waren hier schon mal. Das Pferd ist auch nix. Ich glaube, hier hatten wir nämlich den Drachen. Ich glaube, da haben wir die Seite geholt. Hier sind Schlösser. Ich glaube, das ist sogar so ein Demi-Guy. Ich weiß, ich wollte eigentlich sagen, ja, nee, machen wir nicht. Aber wir müssen die ja hier sammeln. Und wenn ich da schon einen sehe, nehme ich noch mal mit. Du gehörst mir, Demi Geis. So sieht's aus. Demi Geis Mond. Truhe, Supertrank, der Powertrank. Noch eine Seite. Muggelartefakt. Das ist eine Kanone. So, aber ich sehe ehrlich gesagt auch keinen Schatz. So spontan. Das weitere Schloss. Können wir eh nicht rein. Hier haben wir auch noch Sachen. Auch Schlösser. Käfige. Vielleicht kommt das auch alles später. Und Kartenkammer. So. Genau, und hier waren wir ja schon mal. Und ich sehe, dass wir hier hätten auch hin teleportieren können. Wir hätten uns auch hier hin teleportieren können. Egal, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Nächstes Mal, wie gesagt, lange Folge. Höchstwahrscheinlich. Ciao, ciao.